Und da wären wir auch schon wieder. Wirklich viel hat sich nicht getan. Denn es ist auch keine Zeit vergangen. Irgst nicht ranzoomen. Nur nach und nach werden jetzt alle Hunde geschlachtet. Und unser Knochenstapel hier wächst und wächst und wächst. Was mich jetzt nur echt interessieren würde, was sie mit den ganzen Resten machen. Anscheinend haben Hundewelpen weder Nervengewebe noch Haare, die übrig bleiben könnten. Was ich extrem komisch finde. Wir haben hier, ich guck mal ganz kurz. Schädel, Schädel, Hufe, Schädel, Knochen, Knochen, Schädel, Knochen. Nö, nix. Ich meine, es ist schön, weil dadurch kein Miasma entstehen kann und keine bösen Gedanken und so weiter. Aber ich finde es trotzdem ein wenig irritierend. Na gut, sei es drum. Wie schauen eigentlich unsere Vorräte aus? Ich drücke mal kurz Z. Wir haben 152 Trinken und 166 verkochtes Essen und noch jede Menge Material, um weiter zu kochen. Das ist doch schön. Fässer haben wir auch ein paar über. Wobei, wie gesagt, ein Teil davon jetzt für das ganze Fleisch und Fett drauf geht. Aber wir können trotzdem mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Alkohol brauen. Und Feinmeals auf Endlosproduktion stellen. Denn in keiner der Küche ist mehr dieser Render-Fettbefehl. Der wird aber demnächst wiederkommen, sobald der nächste Hund geschlachtet wird. Aber zwischendurch kann Efeu ja schon mal loslegen. So. Chup, chup. Na, Combat Power. Zeig mir, an welchem Flatgate du gerade arbeitest. Das können wir so nicht sehen. Oh, aber wir haben ein paar Betten bekommen. Die können wir schon mal aufstellen. Brauchen wir zwar nicht wirklich. Aber dann ist wieder ein bisschen Platz in unserem Hauptlager da. Wobei ich sehe, dass das Lager ganz schön voll ist. Da sollten wir eventuell mal langsam einzelne Lager draus machen. Also ein extra Lager für Furniture, ein Lager für die fertigen Crafts-Dinger. Und was sind das eigentlich für kleine komische... Oh, das ist eine Puzzlebox. Okay. Oh, das ist nicht gut. Die scheinen nicht in Kisten zu passen. Entweder das oder die 5 Kisten, die wir zu diesem Stockpile gepackt haben, sind alle schon voll. Also drücke ich einfach mal Shift-V. Und dann wird die maximale Anzahl der Bins, die für diesen Stockpile benutzt werden, auf das Maximum gesetzt, nämlich auf die 97, denn es sind 97 Felder. Drücken wir mal Escape und gucken, was passiert. Eigentlich müssten jetzt ganz viele Zwerge ankommen und die ganzen Puzzleboxes in die Kisten packen, wenn sie denn reinpassen. Wenn nicht, haben wir ein Problem, denn wir stellen sehr viel Spielzeug her. Und wenn jedes Spielzeug ein eigenes Feld braucht, dann brauchen wir einen riesigen Stockpile. Und das wird auch eine Menge Arbeit. Aber nee, sieht gut aus. Ein Zwerg, und zwar, wer ist das? Webster hat sich eine Kiste geschnappt und sammelt jetzt alle Puzzleboxes ein. Das ist doch schön. Ja, bei dieser Sache mit den Barrels und den Bins muss man schon vorsichtig sein. Denn wenn man bei jedem Stockpile einfach immer alle Barrels und Bins auf Maximum setzt, also dass alles schön einsortiert werden kann in Bins und Barrels, hat man nachher absolut keine Fässer mehr. Weder für Fleischaufbewahrung noch für Alkoholbrauen. Und dann ist man die ersten ein, zwei Jahre nur damit beschäftigt, Holz zu hacken und Fässer zu bauen. Das ist dann schon ein wenig albern. Aber ich sehe, der Weg nach draußen ist frei. Das ist sehr schön. Und ich sehe keine Rattenüberreste mehr. Jedenfalls nicht hier drin im Fort. Nee. Alles alle. Schauen wir mal kurz mit K hier draußen. Und hier sind die Rattenremains. Also der Zuschauer, der das Problem hatte, anscheinend bei mir klappt es. Ich weiß nicht, was bei dir jetzt anders gelaufen ist. Aber das können wir nochmal weiter besprechen in den Kommentaren. So, die beiden Hebel sind jetzt auf An. Das müssen wir uns merken. Sobald wir die auf Ausstellen, gehen hier die Türen zu. So, was machen wir als nächstes? Ich pausiere mal kurz. Wir haben genug Essen. Wir können auch jederzeit Neues produzieren, weil wir jede Menge Fleisch haben, dank der Welpen. Wir haben genug Trinken und da werden wir auch demnächst keine Probleme haben, denn wir haben hier oben unsere 4 Farmen, die immer schön weiter beackert werden. Wir haben das Problem des ausgelagerten Refuse-Haufens. Das sollten wir lösen. Und wir brauchen noch Frischwasser, falls immer Zwerge krank werden.
Allgemein bräuchten wir auch noch ein Hospital, falls jemand mal verletzt wird. Und wir bräuchten noch jede Menge neue Workshops. Also einmal für Stoffverarbeitung, für Lederverarbeitung und so weiter. Da können wir hier unten mal gucken. Also hier hatten wir Steinmetze, Tischler, Craftdwarfs und Mechaniker. Hier wird der Stein zwischengelagert. Das heißt, wir können hier Stoff und Leder und Edelsteine machen. Das heißt, wir drücken B und W, wählen dann den Closier Shop aus. Da kann man Stoff weiterverarbeiten zu allem Möglichen. Kann aus Chert gebaut werden. Und dann nochmal ein Closier Shop. Und zwar hier. Und jetzt brauchen wir noch einen Loom. Ein Loom ist ein Webstuhl. Oh, und ich habe den unteren Shop falsch gesetzt. Zack. B, W, Closier Shop. Also zwei Felder frei zu dem Workshop. Und jetzt ein, zwei Felder frei zu dem imaginären Workshop da oben. Damit es in genau dem gleichen Muster ist wie hier ja auch. Da ist immer ein Workshop. Oh, ist nur einer frei dazwischen. Das ist ja ärgerlich. Das habe ich so nicht in Erinnerung gehabt. Also, nochmal weg. Und wieder B, W, Closier. Nur ein Abstand. Und dann so runter. Ich kann einfach das hier als Vorlage nehmen. Nee, kann ich nicht. Da habe ich es nämlich asymmetrisch gemacht. Sowas mag ich nicht. Na gut, machen wir es einfach hier anders. Packen wir hier die beiden nebeneinander. Chert. Und den Loom da drunter. Obwohl, nee, machen wir es auf die andere Seite. Dann können wir auf der linken Seite einen Stockpile machen mit Stoff. Und auf der rechten Seite einen Stockpile machen mit Threads. Also mit Faden. Denn der Webstuhl verwebt Faden zu Stoff. Und der kann halt hier der Thread abgelagert werden. Dann wird zu Stoff verarbeitet. Wird gleich hier rüber getragen. Und hier kann er weiterverarbeitet werden. Also hier ein Loom. Und ein Loom reicht eigentlich auch völlig. So, jetzt brauchen wir Stockpiles. Da drücken wir P und drücken wir H für Cloth. Also Stoff. Ziehen den hier einmal rüber. So, gehen mit Q drauf. Verändern mit S. Und nehmen den Cloth raus. Mit F und F und F und F. So, dass nur das ganze Garn und Faden hier abgelagert wird. Dann drücken wir nochmal P und nochmal H. Machen noch einen Stockpile auf der Seite. Und hier machen wir das gleiche, nur andersrum. Hier verbieten wir halt den ganzen Garn und den Faden. So, damit müsste es das gewesen sein. Jetzt machen wir nochmal unseren Lederer. Dafür drücken wir B und W und was ist Lederer? Vor allem, wo ist der Lederer? Ganz oben natürlich. So, Chert ist okay. Nochmal da, Chert ist okay. Und drücken einfach P und wo ist Leder? L. Und da kommt in diesen ganzen Stockpile alles Leder rein. So, dann könnten wir hier rechts noch einen Stockpile machen, wo denn Klamotten reinkommen. Dafür drücken wir P und Finished Goods G. Aber Finished Goods ist echt eine riesen Palette an Dingen. Das heißt, hier müssen wir auch noch weiter einschränken. Hier können wir sehen, was alles reinkommt. Ketten, Flaschen, Musikinstrumente und so weiter. Das soll alles weg. Also drücken wir F und wählen nur die Sachen aus, die hier rein sollen. Es soll keine Rüstung rein. Es sollen Sachen für den Fuß, für den Kopf, für die Hände. Ah, ich glaube, sowas wie Roben zählt auch als Rüstung. Das heißt, wir erlauben Rüstung, aber bei Metall verbieten wir alles. Und es darf auch nicht sein aus Knochenzähnen, Hörnern, Perlen. Das alles weg. Es darf nur bestehen aus Garn, Seide, Leder und Stoff. So. Man kann hier auch noch einstellen, wie gut die Qualität sein soll von den Dingen auf diesem Stockpile. Das heißt, theoretisch könnte man einen Stockpile haben mit Sachen, die nicht so gut sind, zum Weiterverkaufen. Und irgendwo tiefer im Fort, in der Schatzkammer in Anführungszeichen, ein Stockpile mit den richtig guten Sachen, die dann später die Könige und Kaiser anziehen sollen. Aber das muss man später dann gucken. So, Escape, Escape. Und jetzt müssten hier alle Klamotten später reinsortiert werden.
Das Problem ist nur, wir haben noch keinen Zwerg, der Garn zu Stoff verarbeiten kann. Wir haben keinen Zwerg, der aus Stoff Klamotten machen kann. Und wir haben keinen Lederer. Also ja, war das Ganze erstmal für später. Hier unten können wir gleich das nächste bauen, was wir noch nicht haben. Nämlich BW und... Wo ist der Juwelier? Da ist der Juwelier. J. Da brauchen wir auch nur einen. Einer auf der Seite. Einer auf der Seite. Jetzt drücken wir P für Stockpile. Wir drücken E für Gems. Und dann machen wir auf der rechten Seite einen Stockpile, wo die Rohedelsteine hinkommen. Und auf der linken Seite einen, wo geschliffene Edelsteine hinkommen. So, drücken wir S und machen hier die Cut Gems weg. Das heißt, nur die Rohsteine werden hier hingepackt. Und Glas zählt auch als Rohedelstein. Das heißt, wenn man seinen Jeweler, also seinen Juwelenschleifer, skillen möchte, kann man das sehr einfach machen, indem man Glas herstellt und das Glas dann zurechtschneidet. Das ist ein ganz guter Trick. Und hier werden halt alle anderen Edelsteine aufgelistet. Das heißt, man kann auch Stockpiles machen für einzelne Edelsteinarten. Aber das Micromanagement müssen wir erst später machen, wenn wir denn für einzelne Zwerge Schmuckstücke herstellen wollen. Also wenn jetzt da irgendein König da ist, der unbedingt Rubine haben möchte, um glücklich zu sein, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass nur Rubine verarbeitet werden. Das heißt, man baut einen Workshop irgendwo im Dungeon, eingeschlossen mit einer Tür und sorgt dafür, dass in diesem kleinen Raum dann nur Rubine liegen und nur die Gegenstände, wo die Rubine rein sollen. Schickt den Zwerg dann rein, macht die Tür zu und lässt ihn arbeiten. Dann kann er nur das machen, was da ist. Aber das kommt erst später. Jetzt wollen wir in dem Stockpile auch noch S und Gems auswählen. Und hier machen wir dann die Rough Gems weg, sodass hier die geschnittenen Edelsteine hinkommen. Und hier die rohen Edelsteine. So, Escape, Escape. Gehen wir mal hoch zu unserem Allzweck Stockpile hier und nehmen dann da schon mal Leder raus mit B. Mit D. Und wir nehmen Stoff raus mit D. Und wir nehmen Edelsteine raus mit D. Und bei Finished Goods lassen wir die Sachen noch da, weil wir das nicht gut sortieren können. So, und weiter geht's. Ja, schön, keine Arbeitslose, so muss das sein. Und wie ihr sehen könnt, der Hauptstockpile hier ist jetzt ziemlich übersichtlich, weil wir halt alles in die Bins einsortiert haben. Auch die Edelsteine, wie man gerade sieht, die wurden runtertransportiert. Schaue ich mal ganz kurz. Wir haben nämlich bei allen Stockpiles hier anscheinend die Binnenzahl auf Maximum gesetzt. Das war das, was ich meinte. Da muss man sehr viel produzieren. Also sie werden keine Bins hinstellen, die einfach nur leer sind. Das heißt, die Bins werden auch nur angefordert, wenn genug Material da ist. Das Problem ist, man bekommt sehr schnell sehr viel Material. Zum Beispiel Leder bekommen wir jedes Mal, wenn wir einen Hund schlachten. Und das wird sehr häufig vorkommen. Edelsteine bekommen wir jedes Mal, wenn wir uns irgendwo durch welche Erdschichten durchbuddeln, was auch sehr häufig vorkommt. Also bekommt man zwangsweise viele Ressourcen. Die einzige Ressource, an die wir nur rankommen, wenn man wirklich aktiv arbeitet, ist zum Beispiel das Holz. Dafür müsst ihr wieder rausgehen. Und rausgehen ist gefährlich. Aber momentan ist es noch nicht so gefährlich und wir können auch wieder rausgehen, weil die Floodgates unten sind. Das heißt, wir drücken mal D und T und lassen Kredas und den anderen Holzhacker mal ein bisschen Holz hacken. So. Apropos Kredas, ist er noch beschäftigt? Nein, der Workshop ist leer, der Workshop ist leer, der auch. Das geht schon mal gar nicht. Also machen wir jetzt einen Workshop voll mit Wooden Bins. Da haben wir gesehen, da brauchen wir eine Menge von. Und wir machen noch einen Workshop voll mit, nee, nicht mit Betten. C, 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 alles wieder weg. Und AV, AV, AV für Barrels. Ja, Bins und Barrels produziert man echt en masse. Wir sehen zwar, dass wir hier noch ein paar Fässer auf Vorrat haben, aber das geht auch weg wie warme Semmeln. Die Fässer kommen zwar auch wieder zurück, wenn sie leer getrunken wurden, aber wir haben hier immer größere Vorräte, da wir auch immer mehr Zwerge haben. Das heißt, man will immer genug Essen und Trinken haben, um mindestens ein, zwei Jahre zu überdauern, falls mal eine richtig schwere Belagerung kommt. Und gucken wir mal, inzwischen haben wir schon 280 Essen und Trinken, das ist eine ganze Menge. Und im nächsten Herbst müsste ja eine riesen Karawane ankommen mit noch mehr Essen und Trinken. Also das passt echt.
Das heißt, wir sollten uns langsam an die anderen Sachen ranmachen, wie den Refuse-Stockpile, den wir irgendwie in unser Fort reinbringen wollen, ohne dass er alles voll stinkert. Denn wollten wir das Miliz noch anfangen auszubauen, damit Hex endlich mal was zu tun hat mit seinem einen Soldaten da, dass sie sich gegenseitig schön drillen können. Und wir haben unseren ersten Angreifer. Kaum habe ich davon geredet, sieht man hier, Dieb beschützt eure Vorräte vor diesem kriecherischen Abschaum. Drücken wir A, hier sehen wir auch die Nachricht nochmal genau und wir können Z drücken für Zoom und sehen dann hier den kriecherischen Abschaum. Dass wir ihn sehen können, heißt schon, dass ein Zwerg irgendwo hier in der Nähe ist. Ich sehe jetzt aber gerade keinen. Oder, ah doch, er hier hat ihn wahrscheinlich gesehen. Ja, genau, da ist der Goblin. Und auf dem Feld, eine Etage tiefer, ist der Zwerg. Das ist wer? Das ist Wayne of Games. Klicken wir mal kurz auf G. Er ist ein Legendary Miner. Das heißt, er müsste eigentlich sehr gute Stats haben, weil die Mining-Arbeit Stärke und Konstitution erhöht, soweit ich weiß. Gucken wir mal ganz kurz auf Zustand. Und Enter. Hat er irgendwelche negativen Gedanken, weil er den Goblin gesehen hat? Nee, hat er nicht. Das ist gut. Weil je nachdem, was für ein Charakter ein Zwerg hat, kann er auch positive und negative Gedanken bekommen durch Kämpfen und durch einfach nur Sachen, die Angst einflößen. Und manche Zwerge stehen halt richtig drauf, andere Leute umzubringen. Das ist denn schon teilweise recht irritierend. Aber wie ihr sehen könnt, die Zwerge laufen jetzt alle weg. Die Welpen auch. Die laufen immer wieder zurück. Aber ich denke mal, der Goblin wird sich schon wieder verzogen haben. Denn diese ersten Zwerge, die ersten Goblins sind nicht wirklich aggressiv. Die wollen nur ein bisschen auskundschaften und versuchen, was zu klauen. Aber ich will trotzdem wissen, wo er ist. Also drücken wir U für die Übersicht. Gehen jetzt hier auf Andere. Und da sehen wir jetzt hier Lachleigen, ein Kobold-Dieb. Zoom to Creature. Wo ist mein Cursor? Da oben ist mein Cursor. Und lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Ja, der läuft zum nächsten Kartenrand. Oh, wir haben noch eine Nachricht bekommen über noch einen Dieb. Z nochmal hin, um rein zu zoomen. Und der Dieb ist schon mitten in unserer Festung. Der wurde jetzt erst gesehen. Das ist gar nicht gut. Aber der haut auch gleich ab. Wo ist er? Er ist schon nach oben geflohen. Da läuft er lang. Und noch einer. Ja, wir sollten also definitiv in der nächsten Folge unser Militär aufbauen. Wir haben zwar noch keine Rüstung und keine ordentlichen Waffen, aber mit so einer Pickaxe oder mit einer Holzhack-Axt kann man auch schon ein bisschen Schaden anrichten. Und selbst im Notfall kann man mit bloßen Händen Gegnern töten. Also es gibt den Skill Wrestling. Der ist sogar teilweise recht stark. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und wir sollten auch noch allgemein Fallen bauen. Also Käfigfallen und Steinschlagfallen. Direkt hier hinter den Floodgates. So, machen wir aber jetzt erstmal einen kurzen Cut und in der nächsten Folge können wir uns dann daran machen, unser Fort wirklich mal ein bisschen sicher zu machen. Jetzt, wo wir wissen, dass irgendwann demnächst auch die ersten Goblin-Invasoren kommen werden. Also bis dann.